Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist hier für mich ein besonders ehrenvoller Moment, denn soweit ich das überblicken kann, ist dieses die erste filmwissenschaftliche Lesung in einer deutschen Akademie. Filmwissenschaft ist ein geisteswissenschaftliches Fach, das sich mit Geschichte, Ästhetik und Theorie des Films und in einem weiteren Sinne gesprochen des bewegten Bildes befasst. Es ist ein relativ junges Fach mit einer knapp 40-jährigen Geschichte an deutschen Universitäten und ich vertrete hier, wenn Sie so wollen, die zweite Generation der deutschsprachigen Filmwissenschaft. Filmwissenschaft ist in der Nomenklatur der deutschen Forschungsförderungslandschaft ein sogenanntes kleines Fach, aber eines, wenn ich das so sagen darf, mit einem großen Gegenstand. Der Film ist ohne Frage eine, wenn nicht die prägende Kunst des 20. Jahrhunderts und in seinen vielfältigen digitalen Transformationen auch noch des 21. Jahrhunderts. Die Komplexität des Gegenstandes Film, der Bild, Musik, Text, Schauspiel und andere Formen der körperlichen Darstellung verbindet, erfordert dabei einen ständigen Dialog mit den Nachbardisziplinen in den Geisteswissenschaften, aber auch mit den Sozialwissenschaften und mitunter sogar mit den Naturwissenschaften, etwa dort, wo es um wahrnehmungsphysiologische Fragen geht oder um materialkundliche Aspekte des technischen Mediums Film. Heute will ich von einer spezifischen Form der interdisziplinären Forschung berichten, einem aktuellen Forschungsprojekt, in dem ich als Filmwissenschaftler in Frankfurt mit der Rechtswissenschaft, mit den Wirtschaftswissenschaften, der Politikwissenschaft und der Philosophie zusammenarbeite. Es handelt sich um das hier über das Signet ausgewiesene Clusterprojekt Contrast, Vertrauen im Konflikt, politisches Zusammenleben unter Bedingungen der Ungewissheit, das an der Goethe-Universität Frankfurt angesiedelt ist und das ich als Co-Sprecher mitleite. Muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Noch nicht. Ah, okay, gut, wunderbar. Das Projekt verbindet zwei Forschungsstränge, die bislang erstaunlich wenig miteinander verknüpft wurden, nämlich die Forschung zu Vertrauen und Gesellschaft und die Forschung zu Konflikt und Konflikten unterschiedlicher Couleur. Ein breiter Konsens in der sozialwissenschaftlichen Vertrauensforschung lautet, dass Vertrauen vor allem dann entsteht und gedeiht, wenn es keine Konflikte gibt, also etwa unter Bedingungen kultureller und sozioökonomischer Homogenität. Konflikte hingegen untergraben Vertrauen und erschweren das politische Zusammenleben. Unsere Arbeitshypothese widerspricht diesem Konsens. Wir gehen davon aus, dass in modernen Gesellschaften, in denen Diversität die Regel ist, unter bestimmten Bedingungen, die zu bestimmen sind, Konflikt auch zu einer Quelle von Vertrauen werden kann. In interdisziplinärer Perspektive untersuchen wir in demokratischen Institutionen, im Rechtswesen, in Märkten, im Wissenschaftssystem und den Medien, wann und wie diese Bedingungen gegeben sind, also wann Konflikte so geführt werden, dass sie Vertrauen erzeugen, stärken und politisches Zusammenleben erleichtern. Was hat das nun mit Film zu tun und genauer mit dem Dokumentarfilm und den dokumentarischen Formen, die ich in meinem Vortragstitel aufgerufen habe? Um diese Frage zu beantworten, muss ich zunächst klären, wie Medien und Vertrauen sich zueinander verhalten und etwas dazu sagen, wie wir in unserem Projekt dieses Verhältnis verstehen. Ich muss ferner etwas dazu sagen, was wir unter einem Dokumentarfilm und der dokumentarischen Form überhaupt verstehen und wie sich diese zu Demokratie und demokratischer Deliberation verhält. Und schließlich will ich in einem dritten Schritt der Frage nachgehen, was dokumentarische Form, Vertrauen und Konflikt miteinander zu tun haben. In der Forschung zu Vertrauen sind interpersonale Vertrauensverhältnisse basierend auf Face-to-Face-Kommunikation die Norm, von der ausgegangen wird. In diesem Zusammenhang ist die Rede von First-Order-Trust im Unterschied zu Second-Order-Trust, dem Vertrauen, das etwa Institutionen
oder den vertrauenden, nicht persönlich bekannten Akteuren entgegengebracht wird. In der Forschung zu Vertrauen und Demokratie lautet eine prominente Position, die unter anderem von dem Philosophen Mark Warren vertreten wird, dass das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaftsordnung davon abhängt, dass Konflikte auf ganz bestimmte, klar umrissene Bereiche des politischen Systems beschränkt bleiben. Für Mark Warren ist insbesondere die Legislative der privilegierte Schauplatz des politischen Konflikts in diesem Sinne. Im legislativen Prozess wird im Konflikt Misstrauen erzeugt, und zwar durchaus systematisch. Aber solange es gelingt, die Dynamik von Konflikt und Misstrauen auf diesen Bereich zu beschränken und nicht auf andere Teile des Systems überschwappen zu lassen, ist die Demokratie nicht gefährdet. Für Warren sind es entsprechend die notorisch schlechten Umfragewerte des amerikanischen Kongresses, die ein Anzeichen für das Funktionieren der Demokratie darstellen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn das Misstrauen überschwappt und etwa das Wahlverfahren oder das Wahlsystem als solches in Frage gestellt wird, wie dies zuletzt in den USA durch Trump und seine große Lüge von den vermeintlichen Wahlfälschungen geschehen ist, deren Ergebnis der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar war. Ein anderer klar umrissener Bereich, in dem es in modernen demokratischen Gesellschaften systematisches Misstrauen gibt, sind die Medien. Hier zunächst verstanden als die sogenannten Massenmedien, also Rundfunk und Fernsehen sowie die Presse. Medien spielen in modernen Gesellschaften natürlich eine zentrale Rolle. Nicht von ungefähr spricht man mit einem Begriff, der auf Edmund Burke zurückgeht, vom Fourth Estate oder von der vierten Gewalt im Staat, neben Legislative, Judikative und Exekutive. Die Funktion der Medien besteht vor allem darin, die anderen Gewalten öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen. Medien sind mit anderen Worten eine Form des organisierten, systematischen, öffentlich gemachten Misstrauens. Zugleich ist Vertrauen in die Medien eine wichtige Ressource des Funktionierens moderner Gesellschaften. Die kommunikationswissenschaftliche Medienforschung befasst sich entsprechend zentral mit der Frage nach dem Vertrauen in Medien. Hier an der Mainzer Universität zum Beispiel läuft derzeit ein großes empirisches Forschungsprojekt zu genau diesem Thema. Genau besehen hat aber Vertrauen in Medien eine paradoxe Struktur. Vertrauenswürdig sind Medien in genau dem Maße, in dem sie rechenschaftspflichtige politische Akteure erkennbar mit Misstrauen begegnen. Also je größer das zur Schau gestellte, organisierte Misstrauen, desto größer das Vertrauen, das den Medien entgegengebracht wird. Die große Besorgnis der Gegenwart besteht nun darin, dass das Vertrauen in die Leitmedien erodiere, zugunsten eines für das politische Zusammenleben höchst problematischen, partikulären Vertrauens in alternative Medien, namentlich in Form der unterschiedlichen sogenannten sozialen Medien. Auch hier scheint die Gefahr durchaus im Sinne von Warrens Demokratietheorie darin zu bestehen, dass das Misstrauen, das die Medien eigentlich kanalisieren und in vertrauenswürdiger Form kultivieren sollen, sich auf die Medien selbst überträgt und damit das institutionelle Arrangement der Demokratie untergräbt. Nun gibt es zu Mark Warrens These, dass die Einschränkung des politischen Konflikts auf den legislativen Prozess die Bedingung des Gelingens und der Stabilität von Demokratie sei, auch eine Gegenthese. Diese wird unter anderem vom französischen Philosophen Claude Lefort vertreten, der unter dem Eindruck der Politisierung aller Gesellschaftsbereiche nach 1968 und im Kontext der Totalitarismusforschung der 70er und 80er Jahre die These vertreten hat, dass die Einschränkung des politischen Konflikts auf Wahlen und Gesetzgebungen gerade totalitären Bewegungen den Boden bereiten, unter anderem deswegen, weil Bürgerinnen und Bürger so ein Gefühl vermittelt bekommen der relativen Einfluss- und Machtlosigkeit. Der Historiker und Philosoph Pierre Rosanvallon hat in diesem Sinne von der Notwendigkeit einer Counter-Democracy gesprochen, einer Gegendemokratie, die eben, anders als das Warren denkt, gerade von Formen des institutionalisierten Misstrauens außerhalb der Institutionen der liberalen Demokratie lebt, die als deren Gegengewicht dient
und im Konflikt der Demokratien, wenn man so will, zu deren Stabilisierung beiträgt. Wenn wir nun in unserem Forschungsprojekt Contrast uns mit Medien beschäftigen, gehen wir von zwei Annahmen aus. Erstens gehen wir davon aus, dass, und das geht wiederum ein bisschen gegen den Konsens der Vertrauensforschung, dass personalisierte Vertrauensbeziehungen in komplexen Gesellschaften gar nicht die Norm und die Regel sind, sondern tendenziell die Ausnahme. Die Regel ist vielmehr Second Order Trust, vermitteltes und mediatisiertes Vertrauen, Vertrauen in und durch die Medien, jedenfalls dort, wo es um das Funktionieren von politischen Institutionen geht. Und zweitens gehen wir davon aus, dass zwischen den Thesen von Warren und Warren einerseits und Lefort und Rosanvallon andererseits und damit zwischen den Institutionen und Prozessen der liberalen Demokratie und der Praxis der Counter-Democracy sich ein Untersuchungsfeld auftut, auf dem eine Vielzahl von Konfliktformen und Vertrauenskonfigurationen zu beobachten sind und das gehört dann für die Medienforschung ganz wesentlich dazu, eine Vielzahl von unterschiedlichen Medienkonfigurationen jenseits des Feldes der klassischen Leit- und Massenmedien. Hier nun kommt der Dokumentarfilm und im Weiteren sind die dokumentarische Form ins Spiel. Der Dokumentarfilm ist ein Format der politischen Kommunikation und zugleich auch eine Kunstform und er lässt sich in diesem Sinne schon mal nicht darauf reduzieren, dass es sich um einen bloßen Aspekt massenmedialer Kommunikation handeln würde. Zugleich kennzeichnet sich der Dokumentarfilm, und darauf will ich nun eingehen, dadurch, dass dieser Form der Darstellung von Wirklichkeit ein erstaunliches Grundvertrauen entgegengebracht wird, eine beobachtbare Tatsache, die der Erklärung noch hat, dass auch in Konfliktsituationen zunächst nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird und in Frage zu stehen scheint. Der Dokumentarfilm ist damit für uns eine Art Grenz- und Testfall für die Untersuchung des Verhältnisses von Vertrauen und Konflikt und Medien und in diesem Sinne für unser Vorhaben von mehr als nur anekdotischem Interesse. Zur Erläuterung dieser beiden Annahmen ist es zunächst wichtig zu klären, was wir unter einem Dokumentarfilm genau verstehen. Der Dokumentarfilm als eigenständige Film- und Kunstgattung wird, schöner kalendarischer Zufall, dieses Jahr genau 100 Jahre alt. Jedenfalls, wenn man sich an die Chronologien der etablierten Filmgeschichtsschreibung hält. Der Begriff Documentaire taucht schon in den ersten Jahren des Kinos nach 1900 auf und ist im damals weltweit führenden Filmproduktionsland Frankreich zunächst ein Gattungsbegriff für Reisefilme, die dem Publikum es ermöglichen, an Schauplätzen sich aufzuhalten, imaginär zu denen hinzureisen, die sich nicht leisten können. Heute verstehen wir unter einem Dokumentarfilm im weitesten Sinne einen nicht-fiktionalen Film, der sich mit sozialen und historischen Realitäten befasst, der Wissen vermittelt und die Zuschauer und Zuschauerinnen als verantwortungsbewusste, politisch handlungsfähige Bürgerinnen und Bürger anspricht. Der Begriff des Dokumentarfilms in diesem Sinne bürgert sich Ende der 1920er Jahre ein. Er lässt sich ziemlich präzise zurückführen auf Texte, aber auch auf die eigene künstlerische Praxis des schottischen Philosophen, Produzenten und Regisseurs John Grierson. Grierson verstand unter Documentary eine Formulierung, die ihm zugeschrieben wird, aber die seine Schriften mit Sinn füllen, The Creative Treatment of Actuality, was man ungefähr übersetzen kann als den formbewussten Umgang mit dem, was der Fall ist. Der erste Dokumentarfilm in diesem Sinne war für Grierson eben Nanook of the North des amerikanischen Ethnologen Robert Flaherty von 1922. Nanook of the North rekonstruiert die Lebensform der amerikanischen Indigenen am Polarkreis im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es ist ein Film mit realen Akteuren, der allerdings in gewisser Weise inszeniert ist,
Die Akteure in diesem Film spielen die Lebensform ihrer Großeltern in einer Situation, in der ihr Leben eigentlich schon sehr viel technisierter und an die Zivilisation des 20. Jahrhunderts angebunden ist, als der Film das suggeriert. Nanook of the North wäre in Deutschland im Kino unter dem Gattungstitel Kulturfilm gezeigt worden. Ein Bildungsprogramm, das Wissen vermittelt und ein Gegengewicht zum Spielfilm bildet. Für Grierson geht es aber bei solchen Filmen um mehr als nur um Bildung. Es geht ihm um politische Erziehung. Dokumentarfilme haben für Grierson die Funktion, dem Publikum das Wissen zu vermitteln, das das Publikum benötigt, um als selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben teilzunehmen. Der Dokumentarfilm in diesem Sinne lässt sich auch verstehen als Symptom einer Krise der liberalen Demokratie in den 1920er Jahren. Heute ist viel von der Krise der Demokratie die Rede, die kommt so in Wellen. Und die 20er Jahre waren eine Phase, in der in ähnlicher Weise über die liberale Demokratie gesprochen wurde, natürlich vor allem auch im Zeichen der aufziehenden Faschismen. Der Dokumentarfilm lässt sich eben als Symptom dieser Krise lesen oder genauer als Reaktion auf diese Krise. Für den amerikanischen Politikwissenschaftler und Journalisten Walter Lippmann bestimmen zwei Faktoren diese Krise der Demokratie. Zum einen die wachsende Komplexität, ökonomisch, sozial, technisch, der modernen Massengesellschaft. Und zum anderen die Erweiterung des Stimmrechts nach dem Ersten Weltkrieg, womit natürlich unter der Hand immer mitgemeint ist die Erweiterung des Stimmrechts um das Frauenstimmrecht, das ja in fast allen westlichen Industrienationen 1919 oder 20 eingeführt wurde, nur die Schweiz hat sich Zeit gelassen bis 1970. Durch diese beiden Entwicklungen, steigende Komplexität der modernen Massengesellschaften und die Erweiterung des Stimmrechts, sah Lippmann das politische Ideal des Omnicompetent Citizen gefährdet, also die Vorstellung vom Bürger, und da ist zunächst mal bei ihm nur der Bürger gemeint, der über genügend Wissen verfügt und Kompetenz, um in allen sich stellenden Sachfragen richtig entscheiden zu können und eine selbstständige politische Haltung entwickeln zu können. Grierson teilt diese Diagnose und versteht den Dokumentarfilm genau als Antwort auf dieses Problem, als Format der Wissensvermittlung und Bildung, das die Lücke hin zum Omnicompetent Citizen schließt und das die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stand setzt, als selbstständige Bürgerinnen und Bürger am politischen Prozess in der liberalen Demokratie teilzunehmen. Dokumentarfilme, wie gesagt, sind auch eine Kunstform und sie treten entsprechend in unterschiedlichen Formen auf. Es gibt generische Formeln. Wenn Sie an den Begriff Dokumentarfilm hören, bin ich ziemlich sicher, dass Sie eine relativ genaue Vorstellung davon haben, wie so ein Film sich anfühlt und ansieht und was da alles dazugehört und was nicht. Die Formvielfalt ist gleichwohl sehr groß. Es gibt aber eine generelle Tendenz im Dokumentarfilm, die im angelsächsischen Raum Social Documentary genannt wird. Filme, die gesellschaftliche Sachverhalte aufzeigen, die nach Veränderung rufen. Heute zählen zu den Nachfolgern der Social Documentary Videodokumentationen, die mit digitalen Kameras günstig gedreht und über das Internet verbreitet werden. Dokumentarfilme, die gesellschaftliche Sachverhalte zeigen, Dokumentarfilme, die gesellschaftliche Sachverhalte zeigen, die nach Veränderung rufen, erzeugen bei der Zuschauerin, beim Zuschauer eine Erfahrung, welche die Philosophin Judith Sklar als passives Unrecht bezeichnet hat. Sie machen uns zu Zeuginnen und Zeugen eines als Unrecht empfundenen Zustandes, an dem wir mitschuldig werden, wenn wir ihn dulden. Und wenn wir uns also einen solchen Film anschauen und dann auch nicht politische Handlungsbereitschaft entwickeln, befinden wir uns im Status D.
des passiven Unrechts. Das heißt, das Dokumentarische informiert Bürgerinnen nicht nur, es appelliert. Es hat normative Kraft, insofern es uns eine Diskrepanz zwischen dem Sachverhalt und unseren Ideen von guter gesellschaftlicher Ordnung und Praxis oder einer Idee wie Gerechtigkeit erfahren lässt. Genau in diesem Sinne ist das Dokumentarische auch eine Form der demokratischen Deliberation, des Erwägens gesellschaftlicher Probleme, des Abwägens und der Diskussion möglicher Lösungen. John Grierson war, wie bereits gesagt, Philosoph und genauer gesehen Kantianer. Seine Konzeption des Dokumentarischen, die zunächst im anglophonen Raum in den 20er und 30er Jahren Fuß fasst und danach aber eigentlich in ganz Europa maßgeblich wird, nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere, seine Konzeption des Dokumentarischen verweist in gewisser Weise schon voraus auf eine Habermasche Konzeption diskursiver Rationalität. Der Dokumentarfilm gehört zu einem Raum der Deliberation, in dem sich das bessere Argument durchsetzt. In der Wirklichkeit verhält es sich nicht ganz so. Tatsächlich ist die dokumentarische Form gerade aufgrund ihres Wahrheitsanspruchs zum Gegenstand und Schauplatz eines Konflikts geworden. Wenn ein ehemaliger amerikanischer Vizepräsident, Al Gore, auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen will, dann dreht er einen Dokumentarfilm, wie diesen Film An Inconvenient Truth, den wir, einige von Ihnen möglicherweise kennen, 2006 erschienen, weltweit im Kino gezeigt, vielfach diskutiert, auch heute leicht greifbar auf Netflix und DVD. Wenn nun die Alternative für Deutschland den Klimawandel in Frage stellen will, dann produziert die Alternative für Deutschland auch einen Dokumentarfilm, beziehungsweise eine Reihe von dokumentarischen Videos, die dann über den YouTube-Kanal der Partei veröffentlicht werden. Gegensätzliche, miteinander im Konflikt stehende Positionen bedienen sich mit derselben Zuversicht, Überzeugung erzielen zu können, der dokumentarischen Form. Beide vertrauen darauf, dass das Publikum dem Wahrheitsanspruch der dokumentarischen Form entgegenkommt und dem Film und seiner Darstellung Vertrauen schenkt. Angesichts eines solchen Konflikts über die Form des Dokumentarischen, der über die Form des Dokumentarischen ausgetragen wird, reicht es nun nicht aus, mit empirisch-quantitativen Methoden zu fragen, ob das Publikum einem Dokumentarfilm vertraut oder nicht. Man muss vielmehr mit empirisch-qualitativen Methoden der Frage nachgehen, wie das, was hier Vertrauen in den Wahrheitsanspruch der dokumentarischen Form heißt, zustande kommt oder eben auch nicht. An einem solchen empirisch-qualitativen Ansatz arbeiten wir im Moment bei Contrast und wir tun das unter anderem in Zusammenarbeit mit Künstlern und Praktikern, aktuell besonders intensiv mit dem israelischen Dokumentarfilm Ranan Alexandrovich, auf dessen Film The Viewing Booth ich nun kurz im dritten Teil meines Vortrags eingehen möchte. Ranan Alexandrovich ist ein israelischer Dokumentarfilmer, der eng mit der Bürgerrechtsbewegung B'Tselem zusammenarbeitet, einer von prominenten Akademikern, Anwälten und Knesset-Abgeordneten 1989 gegründeten Organisation, die sich mit der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten befasst. Als 2006 die Online-Plattform YouTube eingerichtet wurde, sah Ranan Alexandrovich dies als Durchbruch. Er war davon überzeugt, dass die Verbreitung der Videos von B'Tselem, die eben menschenrechtswidriges Verhalten dokumentieren, dass die Verbreitung dieser Videos über YouTube in kürzester Zeit die Öffentlichkeit von dem dort gezeigten Unrecht überzeugen und einen Gesinnungswandel bei der israelischen Bevölkerung herbeiführen würde. Er glaubte mit anderen Worten an den Effekt der Erfahrung des sichtbaren Unrechts und des passiven Unrechts im Sinne von Judith Clark. Die Menschenrechtsverletzungen mit Mitteln des Films sichtbar zu machen, würde die Bürgerinnen zum Handeln bringen. Tatsächlich geschah etwas anderes. Innerhalb von kürzester Zeit begannen Aktivistinnen und Aktivisten der Siedlerorganisationen und die israelische Armee ihrerseits dokumentarische Videos im Stile von B'Tselem zu drehen, die teilweise dieselben Sachverhalte aus ihrer Perspektive darstellten und begannen diese ebenfalls über YouTube zu verbreiten. Oder anders gesagt, und mit Blick auf die demokratietheoretischen Erwägungen, die ich gerade angeführt hatte,
B'Tselem schuf einen Raum der Counter-Democracy, in dem es Misstrauen gegen das Handeln der israelischen Regierung systematisch platzierte und musste feststellen, dass dieser Raum umgehend von den kritisierten Institutionen mit besetzt wurde. An der politischen Lage änderte sich entsprechend gar nichts. Diese Erfahrung der Wirkungslosigkeit seiner dokumentarischen Arbeit brachte Ranan Alexandrowitsch dazu, ein Experiment durchzuführen. An der Temple University in Philadelphia in den USA, wo er mittlerweile arbeitet, baute er eine Versuchsanordnung auf. Freiwillige, die er per Ausschreibung gewinnen konnte für sein Experiment, begaben sich in eine Sichtungskabine und schauten sich dort eine Auswahl von dokumentarischen, aktivistischen Videos über den Nahostkonflikt an, mit jeweils unterschiedlicher politischer Tendenz. Also B'Tselem-Videos, Videos der IDF, der Israeli Defense Force, Videos von Siedlerorganisationen, Videos von palästinensischen Organisationen. Die Pointe des Experiments bestand nun darin, dass die Versuchspersonen beim Schauen dieser Videos sich filmen ließen und auch darüber Auskunft gaben, wie sie die Filme wahrnahmen und wie sie darauf reagierten. Der Film beginnt mit der Aufnahme dieser Kamera und da sehen Sie das Dispositiv, ein Studio mit einem Bildschirm, einer Kabine, in der die Leute sich dann hinsetzen, die Videos anschauen, die sie auch frei aufrufen können über ein Interface, also eine Benutzerseite im Sinne von YouTube, wo die ganzen Videos zur Verfügung gestellt werden und wo sie frei auswählen können aufgrund der Anschriften. Für Alexandrowitsch erwies sich unter den Versuchspersonen eine junge Frau namens Maya Levy als die interessanteste Gesprächspartnerin. Levy stammt aus einer Familie mit einer sehr israelfreundlichen Grundhaltung. Für Alexandrowitsch wird sie zur zentralen Figur seines Films, weil sie außerordentlich offen, nuanciert und präzise über ihre Reaktion auf die Videos spricht, aber auch, weil sie eine Position vertritt, die von seiner abweicht. Maya Levys erste Frage, wenn sie ein Video anschaut, ist immer die, welches Licht werfen diese Videos auf den Staat Israel? Wenn die Videos kritisch sind, begegnet sie ihnen mit Misstrauen und beginnt Fragen, das ist Maya Levy, Fragen zu ihrer Herstellung zu stellen. Ein Video über eine nächtliche Razzia maskierter israelischer Soldaten in der Wohnung einer palästinensischen Familie ist dafür ein Beispiel. Die Hauptfiguren sind zwei kleine Jungen, die aus dem Schlaf gerissen werden. Maya sucht, als sie das Video anschaut, in dem Video Spuren dafür, dass es sich dabei um eine Inszenierung handelt. Sie sagt zum Beispiel, es kann doch nicht sein, dass die nicht losheulen. Das schaut mir nach einer Inszenierung aus. Deutlich wird, wie Maya Levy den Video systematisch misstraut, weil sie weiß, dass es für sie schwer auszuhalten wäre, wenn sie anerkennen müsste, dass die israelischen Soldaten, die für sie die Good Guys sind, sich so verhalten, wie der im Video gezeigt. Sie misstraut den Videos. Den Horizont ihrer Überprüfung der Filme und ihres Misstrauens bildet aber genau besehen immer noch das, was Judith Clark als die Erfahrung des passiven Unrechts bezeichnet. Maya Levy will vermeiden, in eine Situation zu geraten und sich in einer Situation wiederzufinden, wo sie sagen muss, ich sehe Unrecht und toleriere das. Besonders aufschlussreich ist dabei eine Szene an einem Grenzzaun, in der junge Männer mit Steinen nach einer Frau werfen, die die Kamera führt. Soldaten der israelischen Armee stehen am Grenzzaun und schauen zu. Aufgrund der schlechten Bildqualität und weil die Steinewerfer Arabisch sprechen, ist lange unklar, wer die Steinewerfer sind. Palästinensische junge Männer oder israelische Siedler. Maya Levy spricht über ihre Ungewissheit und auch darüber, wie sie die Szene bewerten würde, je nachdem, wie die Antwort darauf lautet, wer eigentlich die Steine wirft. Es ist klar, dass sie das Verhalten der Steinewerfer für verurteilungswürdig hält. Zugleich hält sie sich mit einer Bewertung zurück, solange die Identität der Steinewerfer nicht erkennbar ist. Als sie schließlich herausstellt, dass es israelische Siedler sind,
verurteilt sie zwar ihren Verhalten, verschiebt den Fokus aber auf den fehlenden Kontext des Videos und spekuliert darüber, dass das Verhalten der Steinewerfer und die Passivität der israelischen Soldaten möglicherweise doch gerechtfertigt war. Es ist eine Szene, die mehrere Dinge zeigt, aber unter anderem, die auch zeigt, dass Zuschauer-Emotion im Film keineswegs einfach eine Instinktreaktion ist, sondern vielmehr eine rationale Form des Urteils. Maya Levy ist nicht von ihren Emotionen überwältigt, sie ist vielmehr in der Lage, ihre Emotionen als Urteil zu formatieren und zuerst abzuklären, was sie überhaupt sieht, bevor sie emotional reagiert auf das, was zu sehen ist. Einige Monate nach der ersten Aufnahme im Viewing Booth in der Sichtungskabine lädt Alexandrowitsch Maya Levy noch einmal ein und bittet sie, die Aufnahmen zu kommentieren, die zeigen, wie sie auf die Aktivistinnen-Dokumentarvideos reagiert. Das Ergebnis ist, dass Maya Levy entgegen der Hoffnung von Alexandrowitsch nicht ihm schließlich doch noch Recht gibt, sondern im Gegenteil sagt, dass der ganze Versuch, sie in ihren ursprünglichen Haltungen bekräftigt habe und sie den Videos, die sie anfänglich durch ihre unmittelbare Ansprache erschüttert und verunsichert haben, nun noch überzeugter kritisch gegenübersteht. Dieses Ergebnis, wenn wir das kurz wissenschaftshistorisch perspektivieren, entspricht im Wesentlichen dem einer groß angelegten Studie über die Wirksamkeit amerikanischer Propagandadokumentarfilme aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Anfang der Geschichte der empirischen Wirkungsforschung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft steht. Diese Untersuchung befasste sich mit den sogenannten Why We Fight-Filmen, einer Reihe von 6 Kurzfilmen, gedreht von bekannten Hollywood-Regisseuren, die von der amerikanischen Armee zur Schulung der Truppen eingesetzt wurden, die nach Europa in den Krieg geschickt wurden. Die Untersuchung zu dieser Filmreihe der Princeton-Psychologen Howland und Lumsdaine von 1943 zeigte, dass die Filme zwar einen großen Wissensgewinn bei den Versuchspersonen zurückließen, dass sie aber niemanden von seiner ursprünglichen Haltung gegenüber dem Krieg abbrachten. Wissensvermittlung ja, Persuasion nein. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt im Übrigen in einer ganz frischen Studie mein Frankfurter Kollege Michael Kosfeld aus den Wirtschaftswissenschaften, der gerade politische Polarisierung in den USA experimentell untersucht und dabei feststellt, dass es ähnliche Loops von Information und Vertrauen gibt, die eher zu einer Befestigung von politischen Haltungen führt, als dass sich dadurch dieser demokratische Raum der Deliberation eröffnen würde, von dem Grierson geträumt hat und der eben unter anderem bei Habermas theoretische Gestalt gewonnen hat. Alexandrowitsch Viewing Booth heißt im hebräischen Original Spiegel. Der Film endet mit Alexandrowitschs Feststellung, dass Maya Levy ihm ein Spiegelbild vorhalte, das schwer auszuhalten sei, indem sie ihm deutlich aufzeige, wie wenig die Evidenz des Dokumentarischen gegen das reflektierte Misstrauen einer kritischen Zuschauerin ausrichten kann. Tatsächlich zeigt Alexandrowitsch mit seinem Film, dass der Optimismus, mit dem ein John Grierson noch davon ausging, dass die dokumentarische Form Teil einer diskursiven Rationalität und der demokratischen Deliberation ist, nicht gerechtfertigt war. Zugleich zeigt er aber 2 andere Dinge, die für das Weiterdenken und Weiterarbeiten wichtig sind. Zum einen, dass Medienwirkungen nicht linear sind und komplexe Modellierungen von Zuschauerschaft erfordern, die von der Annahme ausgehen, dass Zuschauerinnen urteilsfähig sind und auch ihre emotionalen Bewertungen von Medieninhalten Urteilscharakter haben und reflektiert sind. Und zum anderen, dass systematisches Misstrauen gegenüber Medien, wie im Falle von Maya Levy gegenüber den Dokumentarvideos von B'Tselem, auch eben zu dieser Stärkung von Vertrauen führen kann, zu dieser Stärkung eines partikulären Vertrauens im Sinne der In-Group, der sie angehört, und in diesem Sinne eben aus einem Konflikt auch Vertrauen entstehen kann und aus Misstrauen Vertrauen werden kann. Für uns bleibt abzuklären, ob und inwiefern sich diese Einsicht
generalisieren lässt oder hochskalieren lässt, ob also die Figur Maya Levy, die uns in diesem bemerkenswerten Film begegnet, der im Übrigen an der Berlinale 2020 Weltpremiere hatte, ob Maya Levy ein Sonderfall ist oder ein Modell für Zuschauerschaft. Schließlich aber zeigt Ranane Alexandrowitschs Film noch etwas anderes und für die filmwissenschaftliche Forschung, wie mir scheint, sehr Wichtiges. Nämlich, dass Kunst nicht nur Gegenstand der filmwissenschaftlichen Untersuchung sein kann, also ein Film Gegenstand der Filmwissenschaft, sondern dass Kunst selbst Teil der Forschung sein kann, wie hier im Sinne des Experimentalsystems, das Alexandrowitsch gebaut hat und das ein Experimentalsystem in dem strengen Sinne ist, wie Hans-Jörg Reinberger das etwa definiert, insofern das Experiment neue Fragen aufwirft, die die weiterführende Forschung vorantreiben, und zwar die empirische Forschung ebenso wie die Theoriebildung. In diesem Sinne wollen wir bei Contrast in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren auch weiterarbeiten und diese Fragen weiter vertiefen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wissen, dass Sie für Ihre Aussagen brauchen und zur Vertrauensbildung brauchen, tatsächlich in dem Dokumentarfilm enthalten ist. Macht man sich darüber Gedanken oder ist das eher Zufall? Man macht sich darüber ständig und intensiv Gedanken. Ich habe ja mit einer gewissen Insistenz gesagt, wir müssen daran festhalten, dass der Dokumentarfilm eine Kunstform ist, auch wenn er auftritt als ein Format der politischen Kommunikation, das sich gewissermaßen transparent gibt und sagt, wir zeigen Wirklichkeit so, wie sie ist. Jede Entscheidung für eine Kameraeinstellung, jede Positionierung einer Kamera, jede Entscheidung, die man fällt darüber, wie lange eine Einstellung ist, was man zeigt, welches Material man verwendet in einem Film und welches nicht, ist eine Perspektivierung und kann den Verdacht wecken, dass etwas vorenthalten oder ausgeschlossen wird, also dass die Information nicht vollständig ist. Tatsächlich ist es so, dass für diesen Film, der 70 Minuten dauert, etwa 9 Stunden Material gedreht wurde. Okay. Das heißt, es gibt immer ein Archiv von nicht verwendetem Material, aus dem man einen anderen Film machen könnte. Und deswegen ist es zunächst mal wichtig festzuhalten, dass das künstlerische Entscheidungen sind. Das ist aber auch transparent in der Anlage des Films. Ranan Alexandrowitsch hat eine nachverfolgbare Biografie, eine klare Position. Er sagt, was er macht. Er erklärt auch, weshalb er diese Entscheidung gefällt hat. Er erklärt am Anfang des Films, dass er mehr als ein Dutzend Versuchspersonen hatte, aber dann an Maya Levy hängen geblieben ist, eben deswegen, weil ihm schien, dass sie ihn am meisten herausforderte. Das heißt, es gibt immer wieder in den Film eingebaute Gesten, die darauf abzielen, zu sagen, ja, wir schließen eine Vielzahl von möglichen anderen Perspektiven und Informationen aus, aber wir versuchen das so zu machen, dass das für euch glaubwürdig bleibt. Also das gewissermaßen das Protokoll und Verfahren der Herstellung transparent bleibt. Und wenn ich davon spreche, dass es so etwas wie ein für mich nach wie vor faszinierendes Grundvertrauen gegenüber der Form des Dokumentarischen gibt, dann meine ich damit auch, dass diese Argumentationsstrategie typischerweise verfängt. Das wird als hinreichend angenommen. Was dann aber passiert, und das ist eben das Faszinierende an der Art und Weise, wie Maya Levy diese Videos anschaut, sie kommt auch rein in den Viewing Booth und sagt, meine Eltern sagen mir, ich soll mir diese Videos nicht anschauen. Aber ich schaue sie trotzdem an, und dann geht es auch um die Frage, weshalb, unter anderem, weil sie so einen aufregenden Charakter haben, weil sie ihre eigenen Ansichten auf die Probe stellen will. Und dann macht sie aber eigentlich Quellenkritik. Also sie schaut sich die Filme an und stellt ständig die Frage, wie ist das gemacht? Kann das nicht sein, dass das eine Inszenierung ist, wenn der kleine Junge nicht schreit? Weshalb gibt ihr nicht mehr Kontext und so weiter? Und zugleich ist in den Videos selbst, neben den Dingen, über die ich gerade gesprochen habe, auch ein Transparenzanspruch eingelassen, der darin besteht, dass zum Beispiel sehr lange nicht geschnitten wird. Also das sind diese Videos, Sie können auf die Website von BZLM gehen
oder den YouTube-Kanal von Bethlehem anschauen, dann werden Sie feststellen, dass sehr viele von den Videos aus einer einzigen Einstellung bestehen. Also da steht jemand da, man kennt das mittlerweile aus allen Videoaktivisten zusammenhängen, ob das nun die Grüne Revolution im Iran war oder der arabische Frühling. Nicht zu schneiden ist eine der Strategien, mit der man seine Wahrheitsansprüche besser absichern kann. Ja, man kann sagen, schaut mal, das ist ungeschnitten, das ist wirklich so passiert. Wir haben nichts rausgelassen, nichts reingenommen und so weiter. Und das ist eine Strategie. Trotzdem schaut dann Maya Levy diese Filme in gewisser Weise mit feindseligem Misstrauen an und versucht, Quellenkritik zu betreiben. Und das ist eine ständige Verhandlung. Es geht immer hin und her. Beim Spielfilm macht man das nicht. Es gibt Leute, die ins Kino gehen und sagen, ich suche jetzt alle Anschlussfehler und irgendwo hat ein Ritter noch eine goldene Armbanduhr an und wie peinlich ist das denn? Aber das tut der Wirkung der Filme keinen Eintrag und das ist ja auch ein bisschen durchgeknallt, das zu machen. Nicht? Also niemand wirft Star Wars vor, dass da Laserschwerte verwendet werden, die man beim Hornbach gar nicht kaufen kann. Das ist einfach eine fiktionale Welt, die hat ihre Regeln, das ist Gesetz. Ein Dokumentarfilm ist es dann, wenn darüber verhandelt wird, ob das wahr ist. Und es wird immer verhandelt. Und um nochmal an Ihre Aussage zur Streuung von Wissen in Teams und zum vertrauensbildenden Faktor der Teilung von Wissen zurückzukommen, das ist genau die Annahme, von der Alexandrowitsch ausging, als er sah, dass es YouTube gibt. Hat er gesagt, jetzt können wir endlich allen alles zeigen. Und das ist die Idee, nicht? Also die Gesellschaft ist das Megateam, das man auf seine Seite bringen will, indem man dem ganzen Team alle Informationen gibt. Und dann dauert es 2 Wochen und dann machen die anderen ihre eigenen Videos. Und dann geht die Verhandlung weiter. Nicht? Ja. Dankeschön. Herr Schulz. Ich würde gerne parallel zu der Frage nach Vertrauen durch Wissensvermittlung aus der Position des Historikers eine Frage stellen. Ja. Und wir bilden Vertrauen, indem wir das, was wir präsentieren, der Nachprüfbarkeit, der Überprüfbarkeit aussetzen und ein dezidiertes System von Kontrollen präsentieren, mit Fußnoten und Quellenangaben und anderem mehr. Das können Sie ja nun im Dokumentarfilm nicht, jedenfalls nicht in der Form. Ja. Die Dokumentarfilme des ZDF, wo es ja eine eigene Dokumentarfilmredaktion gab und wo dann Filme entstanden, wo Hitler nachgespielt wurde und so weiter, haben bei den Historikern kein sehr hohes Ansehen, weil da auch Grenzen überschritten werden zwischen Dokumentation und Schauspielerei. Hingegen haben jedenfalls in der breiteren Öffentlichkeit Reportagen, die etwa mit dem Namen von Peter von Zahn verbunden sind oder auch mit Scholl-Latour in einigem Umfang, einen ganz guten Namen. Deshalb möchte ich fragen, wird Vertrauen im Dokumentarfilm durch ein Regelwerk erstellt oder gebildet oder durch Personen, denen man aus der politischen oder redaktionellen oder zwischenmenschlichen Praxis Vertrauen unterstellen kann? Also läuft es über die systematische Schiene des Regelwerks oder läuft es über die personelle Schiene des Erwerbs von Vertrauen im Alltag und in der Kunst? Ich bin versucht, mit einer Kurzantwort anzufangen, die lautet, whatever works. Wie auch immer man es zustande kriegt. Nicht? Das Ziel der Dokumentarfilmredaktion ist es, dazustehen als besonders vertrauenswürdig. Und das sind auch Markenlogiken. Also was Sie jetzt beschrieben haben, ist eine Markenlogik. So wie die BBC für einen bestimmten Typus von Journalismus steht, oder Stand, genau, das ist die notwendige historische Anmerkung, so wie die BBC immer noch für besonders vertrauenswürdige Tierdokumentation steht, das ist eine Weltmarke, BBC Natural History Films, haben Redaktionen natürlich ein Interesse daran, Kraft der Marke oder des Zeitungstitels oder eben auch der Präsentatoren, schon einen Vertrauensvorschuss geltend zu machen.
Und dann gibt es aber natürlich die professionellen Standards, also Quellenkritik in der Geschichtswissenschaft seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, die Sache mit dem Double Sourcing, mit den zwei Quellen im Journalismus, nicht? Also heikle Dinge kann man nur öffentlich machen, wenn man kritische Informationen bestätigt kriegt. Und beim Dokumentarfilm ist die Annahme, dass nicht gelogen wird oder wenn inszeniert wird, dass dann deutlich gemacht wird, dass das der Fall ist. Ein sehr erfolgreicher deutscher Dokumentarfilmer, der intensiv mit Inszenierung gearbeitet hat, war ja Heinrich Brelöhr, der zeitgeschichtliche Stoffe, Deutschland im Herbst, später Filme über Hitler und so weiter gemacht hat. Und der eben mit Spielszenen gearbeitet hat, dort wo es kein Dokumentationsmaterial gab und sich eben erlaubt hat, das mit Schauspielern nachspielen zu lassen. Aber das ist dann sehr klar markiert als Spielszene. Und der Genrebegriff dafür ist Dokudrama, ein Dokumentarfilm, der Lücken der Darstellung füllt durch klar als solche erkennbare Inszenierungsmerkmale. Die Erwartung, dass im Dokumentarfilm nicht inszeniert wird, ist historisch relativ neu. Und schuld sind die Schweizer. Also technische Gründe. Damit sie Filme drehen können vor Ort mit sozialen Akteuren und den Eindruck erwecken können, dass sie Dinge aufzeichnen, die auch so stattfinden würden, wenn niemand da wäre. Fly-on-the-wall-Prinzip heißt das im amerikanischen Jargon. Brauchen sie leichte, portable Schmalfilmkameras, 16 mm ist das Format, 8 mm wäre zu schmal, das Familienfilmformat, 35 ist zu schwer. Und sie brauchen synchron arbeitende Tonaufnahmegeräte, die portabel sind. Und die Kameras dieses Typs wurden von der Firma Bolex zuerst entwickelt, aus dem waadtländischen Yverdon. Und die Tonaufnahmegeräte von einem polnischen Ingenieur, der sich dann in der Schweiz niedergelassen hat, Kudelski, die Firma heißt Nagra, und ist in Lausanne angesiedelt. Und diese Technik ist ab 1960 ungefähr so verfügbar. Und das führt zu einer grundlegenden Neuausrichtung dessen, was als Dokumentarfilm auftritt und als Dokumentarfilm wahrgenommen wird. Das ist der Punkt, an dem die Idee, dass ein Dokumentarfilm ein Film ist, der soziale Realitäten so zeigt, wie sie auch stattfinden würden, wenn niemand da wäre, überhaupt erst entsteht. Das heißt, es bedarf der entsprechenden medientechnologischen Voraussetzungen, dass so eine Norm überhaupt entsteht. Aber es ist gewiss so, dass es dann eben solchen Starjournalisten, ich würde Joel Latour als solchen bezeichnen, dann gelingt eben, Entschuldigung, als vertrauenswürdige Autoritäten sich zu etablieren und ihren Namen mitunter auch Filmen zu geben, die gar nicht unbedingt nur von ihnen hergestellt wurden, sondern die stehen dann für ein Sendeformat, das mitunter auch von anderen Leuten befüllt wird. Aber ich würde sagen, die Regeln und die quellenkritischen Standards beim Dokumentarfilm sind denen der Geschichtswissenschaft nicht unverwandt. Und es ist auch so, dass wenn man es dann genau anschaut, dass sehr viele Leute, die Dokumentarfilme drehen, Geschichte studiert haben und mit den entsprechenden Methoden und kritischen Quellenbewusstsein an die Arbeit gehen. Genau. Darf ich um Ihre Frage bitten? Ja, vielen Dank für Ihren faszinierenden Vortrag. Ich bin bei Senckenberg, die ja, mit den Ausstellungen auch Wissensvermittlung machen, aber auch den Anspruch haben, die Menschen zu erreichen und zu überzeugen und jetzt wahrzunehmen, dass Biodiversität die Lebensgrundlage der Menschheit ist und dass wir was tun müssen, um die Biodiversität zu bewahren. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir wissen, dass die Menschen zu uns schon mit einem relativ großen Vertrauensvorsprung kommen, als Einrichtung, als Institution. Aber trotzdem arbeiten wir, also merken wir, und das Wissen weiß man auch aus der empirischen Besucherforschung, wir arbeiten nicht nur mit Wissensvermittlung, sondern wir setzen dann auch bewusst Emotionen ein. Und zwar dann eher in die Richtung, dass die Menschen von Biodiversität fasziniert sind und begeistert sind. Und dann merkt man auch, dass es da solche Wow-Effekte gibt, wo sich irgendwie, sagen wir mal, das Herz und der Kopf öffnet. Und die Menschen dann hinterher wirklich mit einer anderen Perspektive
aus so einem Museumsbesuch rausgehen mit einer anderen Haltung sind, also wirklich auch sehr fundamental überzeugt sind. Sie haben natürlich jetzt mit dieser kritischen Israelin ein ganz anderes Publikum hier dargestellt, aber da würde mich mal interessieren, wie Sie das einordnen, ob Sie das nicht auch durchaus mal im Dokumentarfilm erleben, solche Veränderungen. Ja, vielen Dank für die Frage. Es gibt einen klassischen Text der Dokumentarfilmliteratur, wunderbares Buch von William Stott, einem Kulturhistoriker, das Buch ist aus den 70er Jahren, wo er eben genau über die Entstehung des dokumentarischen Registers in den USA und Großbritannien in den 30er Jahren schreibt. Und der macht eine klare Unterscheidung zwischen Social Documentary und sowas wie Naturdokumentarfilmen. Und das ist der Punkt, an dem ich mit ihm nicht einverstanden bin. Spätestens nach Rachel Carson ist der Naturdokumentarfilm auch ein Social Documentary, in dem Sinne, dass er Handlungsbereitschaft erzeugen soll und dass er Gründe liefern soll, auch emotionale Gründe, für naturschützerische Aktivitäten, wie das früher hieß, oder heute Sicherung der Biodiversität. Sind Sie Zoologin? Genau. Dann wissen Sie ja, dass es eigentlich keine Begründung für Naturschutz gibt, wenn man nicht einen naturalistischen Fehlschluss vollziehen will, des Typs, weil es so ist, muss es weiterhin so sein. Es gibt auch einen großen Bias, was, sagen wir, die Auswahl der Arten, die wir als schutzwürdig anschauen, betrifft. Es ist kein Zufall, dass der WWF den Panda-Bär ausgewählt hat mit den Kindchenschema-Augen und so weiter als ein emotional ansprechendes Symbol. Ein Kollege von Ihnen hat mir mal den denkwürdigen Satz gesagt, wenn Sie Biodiversität wollen, müssen Sie in die Kanalisation steigen. Denn die Evolutionsrate von Bakterien ist rasend schnell und da gibt es richtig viel Biodiversität. Das ist nicht das, was wir meinen. Ne? Und das ist auch nicht das, was Sie als emotionalen Appeal verkaufen können. Und wenn man so will, ich habe mal Philosophie studiert, deswegen reite ich jetzt darauf rum, gibt es eine Begründungslücke beim Naturschutz. Beziehungsweise man muss das Diskursregister wechseln von einer naturwissenschaft faktischen Betrachtungsweise hin zu einer normativen ethischen. Und da ist dann die Frage, wie man das begründet. Das typische Begründungsmuster ist ein aristotelisches, das vom guten Leben ausgeht, Wilson. Die Biodiversität ist gut, weil es ein gesteigertes Lebensgefühl gibt. Also Good Life Arguments. Was man beobachten kann, im Grunde seit dem 19. Jahrhundert, aber das Feld profiliert sich dann nach 1945 sehr klar, auch im Zeitalter der sogenannten Great Acceleration oder das, was heute Anthropozän heißt, ist, dass in medialen Darstellungen von Natur zwei große Strategien zu beobachten sind. Und ich nenne das der Einfachheit halber mit den englischen Ausdrücken Reverence and Rights. Also es gibt einen Diskurs der Naturverehrung und es gibt einen Diskurs der Naturrechte. Der Rechte, unseres Rechts auf Natur und der Rechte der Natur. Das ist Rachel Carson, nicht? Also Silent Green. Sie argumentiert immer mit dieser doppelten Rechtsperspektive. Daraus wird dann später der Tierrechtsdiskurs in den 70er Jahren. Die Naturverehrungs Haltung kann man im 19. Jahrhundert schon gut beobachten. Das ist die Begründungshaltung der amerikanischen Nationalparks und dann der ganzen Tierdokumentarfilme der Nachkriegszeit, bei denen es um Staunen geht. Und da würde ich sagen, Sie haben das als Wow-Effekt beschrieben. Das ist genau die Reverence-Erfahrung. Das ist das Erhabene auch im klassischen, das Naturschöne als Erhabenes, das da ins Spiel gebracht wird, mit einem ganz bestimmten argumentativen Zweck. Nicht? Also Sie bestätigen mit Ihrer Frage das, was ich teilweise in meiner eigenen Forschung zu Tierfilmen genau beobachtet habe, dass eben diese Art von Erhabenheitsmomenten gesucht werden, weil die eine, nennen wir es ästhetisch begründende Funktion haben. Wenn man das mal erfahren hat, geht man nicht mehr so leicht hin mit Natur und Biodiversität um. Es schafft gewissermaßen eine zivilreligiöse Achtung vor der Natur. Und wenn ich das jetzt so mechanisch und fast ein bisschen zynisch auseinandergenommen habe, will ich damit nicht sagen, dass das nicht gut ist.
Ich halte das für richtig, moralisch. Aber es wird so gemacht. Oder kurz gesagt auf Ihre Antwort, ja, diese Momente gibt es die ganze Zeit. Und ich würde sagen, das ganze Naturdokumentarfilmgenre zielt eigentlich darauf ab, eine solche Haltung zu generieren. Und zwar in der Absicht darauf, Handlungsbereitschaft herzustellen. Und genau in diesem Sinne ist der Naturdokumentarfilm auch ein Social Documentary geworden. Ja, danke schön. Wir sind ein bisschen eng jetzt in der Zeit, deswegen würde ich gerne die Frageliste noch mal schließen. Wir haben noch zwei Fragende, Frau Andresen und dann Herr Bartlott. Ja, ganz herzlichen Dank für den schönen Vortrag. In der Forschung zu Vertrauen, Vertrauensvorschuss in der Kindheit, da wird der Vertrauensvorschuss einmal bezogen darauf, dass die Person, der das Kind vertrauen muss, die Wahrheit sagt, aber es auch gut mit dem Kind meint. Mhm. Und da interessiert mich nochmal bei dieser Perspektive auf Vertrauen in die Wahrheit des Dokumentarfilms, dass man der Wahrheit vielleicht vertraut, aber nicht darauf vertraut, dass es gut ist, dann zum Beispiel aktiv zu werden. Ja. Das ist so die eine quasi kindheitstheoretische Perspektive und die zweite nochmal mit Blick auf Ihre Forschungen. Welche Bedeutung hat bei Vertrauen und Konflikt eigentlich die Aufschichtung von Erfahrungen? Und was sagt der israelische, so an der Schnittstelle von Film und Wissenschaft sich befindende, dazu zur Aufschichtung von Erfahrungen, wenn es darum geht, einen Dokumentarfilm wie den zu betrachten oder aber sich dazu zu verhalten. Darf ich nur zur Klärung kurz nachfragen, was Sie meinen mit Aufschichtung? Naja, Aufschichtung, damit meine ich, wenn ich jetzt quasi eine biografische Perspektive einnehme, von der Kindheit bis in ein bestimmtes Erwachsenenalter, dann kann es ja zu einer Häufung von Enttäuschungen kommen, ja, bezogen okay. auf den Vertrauensvorschuss ja. oder auf bestimmte Erfahrungen, die miteinander zusammengehen und dann zu einem bestimmten Bild beitragen, das vielleicht die Wahrheit nicht in Frage stellt, aber in Frage stellt, dass das, was da, was irgendwie initiiert werden soll, dann auch das Richtige und Gute ist. Ja, genau. Okay, vielen Dank. Vielleicht zwei kurze Beobachtungen dazu. Das Modell von Grierson ist paternalistisch und in diesem Sinne eines, in dem angenommen wird, gewissermaßen wie in der kindlichen Erziehungssituation, dass die Wahrheit gesagt wird und dass es gut gemeint ist und dass die Angesprochenen das akzeptieren, auch wenn die Wahrheit auf Anhieb nicht sehr angenehm ist. Das ist eine super Überlegung, ich muss das gleich mitnehmen. Was The Viewing Booth sehr gut zeigt, ist, dass diese Annahme nicht funktioniert. Also dass die Meyer, Levy, die davon ausgeht, dass da eine Wahrheit gesagt wird, beziehungsweise dass sie auch durch ihre kritische Haltung herausfinden kann, was eigentlich die Tatsache ist, aber sie geht nicht davon aus, dass von vornherein eine gute Absicht dahinter steht. Und sie geht auch nicht davon aus, dass die Handlungsanweisung, die erzeugt werden soll, unbedingt die beste ist. Und dabei ist auch wichtig, in Ihrem spezifischen Fall den Familienzusammenhang, genau wenn man eine solche Entwicklungsperspektive dazu nimmt, den Familienzusammenhang mitzunehmen. Das ist eine Familie, die weiß, was Bethlehem ist und die der Tochter gesagt hat, das sollst du dir nicht anschauen. Sie ist gefestigt in ihrer pro-israelischen Haltung, sie ist gefestigt in ihrer Herkunft und schaut sich die Filme trotzdem an. Möglicherweise auch, um, sagen wir mal, zu überprüfen, ob es die Eltern wirklich gut meinen. Ja? Das ist auch ein Modus des Erwachsenwerdens. Sie ist 21 oder 22, College Student, Final Years. Aber diese Dynamik ist da auf jeden Fall mit im Spiel. Und es ist eben nicht trivial, dass sie aus diesem Familienzusammenhang kommt und ihre ganzen Erwägungen auch immer im Rückschluss auf das vermittelte Wissen und die vermittelte Haltung mitnimmt. Und am Ende kann man auch sagen, ist sie emanzipiert von der Familie, aber immer noch in der Familie. Das ist dann ihre Haltung. Aber
Und das ist vielleicht dann für Sie das emotional Zufriedenstellende. Es ist immer noch im Einklang mit dem, was hier von zu Hause mitgegeben wurde. Also sie setzt das Vertrauen da rein, dass die Wahrheit, zu Hause die Wahrheit gesagt wird und dass es gut gemeint ist, aufs Spiel in diesem Versuch. Und kommt am Ende zurück und sagt, ich kann jetzt von mir selbst aussagen, dass es so ist. Und in diesem Sinne ist es gewissermaßen auch ein Reifeprozess. Also es ist auch eine interessante Figur. Ich kann übrigens, falls sich jemand für den Film interessiert, kann ich Ihnen einen Link schicken, können Sie ihn sich anschauen, 70 Minuten, die Sie nicht bereuen werden. Auch wenn man mit ihr politisch nicht einverstanden ist, eine wahnsinnig einnehmende Person, auch wegen diesem Reifungsprozess. Prima, vielen Dank. Herr Bartlott. Ja, geht. Ja, Herr Hediger, Sie haben in Ihrem großartigen Vortrag einen Aspekt irgendwie ausgeklammert, deswegen nochmal ein Biologe, und Sie haben eine gute Vorlage gegeben mit der BBC, die Sie zu Recht sehr lobend erwähnt haben. Ja. Ich bin begeisterter Dokumentarfilmgucker, ja. Terra X in den letzten Tagen, ja. Und die technischen Möglichkeiten sind ungehört. Gleichzeitig wird es immer dramatischer verfälscht, und zwar in ungeheurem Maße verfälscht, meiner Meinung nach. Schauen Sie, ich habe jahrelang selbst als Professor noch an der Universität gelegentlich geglaubt, dass Lemminge Selbstmord begehen. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte. Disney ist schuld. Ja. Disney ist schuld, so ähnlich wie der Nanook-Film. Es ist eine reine Erfindung mit extremem Aufwand, ja, und mit dem Tod von Tausenden von Lemmingen gekauft. Das habe ich wirklich geglaubt, bis hin zu Staatsexamensprüfungen. Mhm. Ich habe ja auch mal studiert, bis mich ein Kollege aus der Zoologie aufmerksam machen. Und so geht das meiner Meinung nach weiter. Ich bin begeistert, Terra X in den letzten Tagen, die Aufnahmen, der Text vermenschlich und faul. Sie haben BBC erwähnt. Die teuerste Produktion, die BBC gemacht hat, war der Blaue Planet. Mhm, ja, genau. Großartig. Ja. Gucken Sie sich die Eröffnungssequenz an. Da lernen Sie den Mönchsteufelsrochen kennen. Mhm. Den gibt es aber gar nicht. Mhm. Und der angeblich vor einigen Jahren in Tausenden von Exemplaren von Kalifornien entdeckt wurde. Auch das stimmt nicht. Meine Frage deswegen geht zugunsten dieser Dokudrama-Realisation, die immer höhere Einschaltquoten machen muss, schaffen muss, kreieren muss, nicht die Qualität dieser technisch grandiosen Filme zugrunde. Das ist der Eindruck, den ich habe. Also ich schaue inzwischen Dokufilme immer mit einem sehr gemischten Gefühl an. Ich bin versucht zu sagen, da machen Sie es genau richtig. Weil es, wie wir gerade besprochen haben, eine Form ist, die sich eigentlich systematisch aufs Misstrauen öffnet. Nicht? Das ist dann das Paradox des Dokumentarfilms. Es gibt ein Grundvertrauen, aber es ist eigentlich eine Form, die ständig sagt, traut mir nicht ganz. Ich könnte jetzt eine lange Antwort geben über die Analogien der historischen Zunft und der Biologie im Umgang mit filmischen Darstellungen biologischer und historischer Sachverhalte. Da gibt es ja dieselbe Art von, nennen wir es mal, öffentlichem Gerichtsverfahren gegenüber Historienfilmen, wenn sie ins Kino kommen. Sie erinnern sich an die große Debatte über den Untergang. Und bei den BBC-Dokumentarfilmen gibt es in der Tat einfach Produktionslogiken, die dann bestimmte Entscheidungen beeinflussen. Der Dokumentarfilmtyp, den Sie beschrieben haben, heißt in der Fachsprache Blue-Chip-Film, mit einem Begriff, der aus dem Aktienwesen übernommen ist. Also die Blue-Chip-Aktien sind die zuverlässigen, die mit den großen Dividenden, die klassischen Industrieunternehmen. Und die Filmaufnahmen, die dann in diesen Film vorkommen, Blue Planet zum Beispiel, die sind außerordentlich wertvoll, und der große Vorteil dieser Aufnahmen ist unter anderem, dass Tiere keine Eigennamen haben und keine leicht erkennbaren Gesichter. Das heißt, wenn Sie die Aufnahme mal haben, und die zu kriegen ist ja vor allem erfordert einen großen Aufwand an Zeit und Geduld, dann können Sie sie wiederverwenden.
Und man kann eigentlich ein großes Mapping des Tierdokumentarfilms machen und einzelne Ausschnitte verfolgen in ihren Wiederverwendungen in unterschiedlichen Kontexten. Wenn Sie mal sowas haben, was den Wow-Effekt auslöst, dann können Sie den fast wie auf Knopfdruck jedes Mal abholen, wenn Sie den einsetzen, und BBC macht das systematisch, das ist klar. Der andere Punkt ist die Sache mit der Anthropomorphisierung. Wird routinemäßig gemacht, ist wissenschaftlich nicht korrekt. Es ist halt sehr schwierig, sich in Yüksekühls Leben der Zecke einzudenken, weil psychologische Kategorien da nicht viel helfen. Es ist einfacher, von einer lustigen kleinen Zecke in ihrem Wohnzimmer zu erzählen, die dann ein Abenteuer erlebt, um es zuzuspitzen. Das heißt, es gibt gewissermaßen eine von den Auswertungslogiken erzeugten Druck, solche Geschichten zu erzählen und Neuentdeckungen von Arten und so weiter zu behaupten, auch wenn das vielleicht sachlich nicht ganz so zutreffend ist. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mit dem französischen Ethnologen Philippe Descola auf die Sache mit der Anthropomorphisierung zu antworten. Descola sagt, es gibt mehrere Ontologien dessen, was wir Natur nennen, und unsere naturwissenschaftliche Weltsicht ist eine davon, der Naturalismus. Und dann gibt es noch den Totemismus und den Analogismus und sehr wichtig den Animismus, in dem eine Weltordnung, in der wir mit den Tieren als Menschen gewissermaßen in Verwandtschaftsverhältnissen zusammenleben. Vielleicht sollten wir nicht unterschätzen, wie animistisch wir alle noch sind und wie wenig naturalistisch. Das bleibt eine Anstrengung. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Hediger, für den interessanten Vortrag. Danke auch. Und auch Ihnen allen für die sehr anregende Diskussion. Ich bin sicher, heute Abend werden wir bestimmt intensiv weiter diskutieren, gerade über dieses Thema.